hier erneut vor dem Verband Seelo, wie wir Ihnen schon in dem Vorbericht gesagt haben, aufgezeigt haben, haben sich unsere Verdachtsmomente dahingehend bestätigt. Wir haben verlangt, dass ein Wasserzähler neu eingebaut wird, da dieser Wasserzähler kaum lesbar war, weil das Rostwasser, also der Zähler war mit Rostwasser überfüllt. Wir sind hier in Seelo, Wasserzweigverband Seelo. Und genau, also das sehen Sie noch ganz deutlich. Die Sache ist die, nachdem der Techniker da war, zeigen wir Ihnen nachfolgend, dass über 1,5 Stunden, wir haben jetzt eine Aufzeichnung von 1/2 Stunde und die restliche 1 Stunde ist das Wasser in Abfluss gelaufen. Videomitschnitte haben wir gemacht. Das Wasser ist rostig gewesen. Wir haben das gegenüber Wasserzweckverband bereits vor einem Jahr angezeigt. Die haben sich da nicht gerührt, meinten, die Innenleitungen im Gebäude wären verschmutzt, verlangen für Wasser Geld, aber wollen nicht eine normale Wasserversorgung gewährleisten. Wo das Problem liegt, sobald man sich an diese Behörden wendet, passiert nichts. Wir haben jetzt auch, der Wasserzähler ist jetzt vor einem Monat neu eingebaut worden, uns an den Wasserzweckverband gewandt, wie auch an die Umweltamt in Seelo, das zeigen wir Ihnen da vorne. Es kommt keine Reaktion. Also man wird weiterhin mit rostigem Wasser versorgt. Ein Kleinkind ist im Hause, das muss auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie jetzt die Hautwerte damit in Berührung kommen, dass man mit eisenhaltigem Wasser, wie es so schön fachmännisch heißt, also deutlich Rostwasser, Sie sehen das auch in weiteren Bildern von Badewanne und beim Einlaufen von Wasser, damit im Haushalt umgehen muss und dafür noch eine rechtmäßige Zahlung vorgesetzt bekommt, also Leistung vorgesetzt bekommt, die man zu erbringen hat, ist deutlich in Frage zu stellen. Wir stellen diesen Bericht auch in anderen Sprachen vor, damit Menschen sehen, wie hier mit jemand umgegangen wird. Es kann daher auch kommen, dass man so vielleicht die Ausländer ausräuchern möchte von der schönen Landstrich Märkisch Oderland. Wahrscheinlich haben sich viele so aus der DDR-Zeit, sage ich mal, Bilder von diesen Menschen abgebildet, wenn sich Menschen, die sowjetischer Herkunft herausstammen, hier niederlassen möchten, wird ihnen soweit möglich Umstände geschaffen, dass sie nicht die Privilegien haben, ein menschenwürdiges Dasein zu formen oder dass man sich menschenwürdig mit ihnen umgeht. Leider ist das so. Es zeigt, dass die deutsche Regierung kein Zusammenleben in dem Sinne zu der Bevölkerung herstellt. Auch das Einleben in Deutschland fällt nach, ich bin jetzt über 30 Jahre in Deutschland, ich finde es immer noch nicht angebracht, also fast 30 Jahre, immer noch nicht angebracht, wie man das Einleben so gestalten möchte, dass man diese Menschen einfach ausschließt, dann die Sachen an Gerichte weitergibt. Die Gerichte sagen sich, es hat doch alles seine Richtigkeit. Klar, in solchen Wasserzweckverband, da sitzen auch Regierungsfunktionäre aus diesem Umkreis, also zum Beispiel Herr Ebert Lothar Ebert, vom Amt in Seelo, ist hier in Golzow, ist hier im Vorstand und auch andere Funktionäre politischer, die in der Politik in der Kommune eingebunden sind, sind im Vorstand, werden sie sich gegenseitig auch nicht durch einen Bürger, der ein No-Name-Produkt in sich trägt, also ein Ausländer ist in Deutschland, so für sie gesehen, auch wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft seit langem hat, trotzdem grenzt man einen aus, da man vielleicht vom Namen her nicht einem Deutschen ebenbürtig zu sein scheint. Also so ist der Umgang zu Ausländern in Deutschland. Und wie gesagt, es ist einfach schade. Wir stellen das auch vor und wir wollen gegenüberstellen, ob das vielleicht gleich ist zu politischer Situation, wo man nachsagt, als Beispiel Russland, dass ein Diktat vorgesetzt wird den Bürgern. Ich weiß nicht. Der Betrachter soll sich selbst ein Bild machen, wie man mit so einem Rostwasser, ob es ihm oder seiner Familie gefallen würde, in so einem Rostwasserfleck
mit so einem Rostwasserfleck bedient zu werden. Also das ist schon traurig, dass man nur Geld verlangt und nichts für die Bürger macht. Wie gesagt, schauen Sie sich das an. Wir zeigen Ihnen noch das Bild im Anschluss vom Rostwasser über eine halbe Stunde. Und Sie können selbst ein Bild dazu machen, was Wirklichkeit in Deutschland ist. Das Traurige ist, dass man auf diese Art und Weise vom Bürger immer wieder Geld aus der Tasche zieht. Zuerst sagt man dem Bürger, wende dich an die erste Instanz, dann die zweite Instanz. Die erste Instanz sagt natürlich nein, die Behörde hat recht. Die zweite Instanz sagt nein, die Behörde hat recht. Und dritte Instanz kann einen Teil Erfolg dir zugestehen. Also somit hat man ein System geschaffen in Deutschland, wo es nur heißt, durch die Judikative erzeugt man wiederum Gelder. Die Gelder vom Bürger herausziehen aus der Tasche und wieder in den Staat reinbringen. Schade, dass wir eigentlich wie Sklaven gehalten werden und die zugestandenen Rechte nicht bereits bei der ersten Instanz realisiert werden. Es wäre schön, wenn Sie uns, unsere Initiative unterstützen, denn morgen kann es Sie treffen. Und nur gemeinsam haben wir die Möglichkeit, diesem Staatsapparat Parole zu bieten und zu zeigen, dass wir nicht alleine sind. Nur gemeinsam haben wir die Möglichkeit, etwas zu erreichen. Denn alles, das System ist so weit ausgereift, dass es nicht die Initiative eines einzelnen Bürgers nach vorn tragen wird. Es wird ihn einfach zurückbearbeiten. Jetzt können wir das laufen lassen, jetzt müssen wir dranbleiben. Also der Chef ist... Ich versuche, die richtigen Worte zu finden. Was ich zu ihm sagen würde, zum Schmidt, so heißt er. Schulz, dass er nichts taugt. Weil solche kleinen Fehler muss er über die Jahre hinweg, der ist ja lange dabei, auf Anhieb erkennen. Auf Anhieb. Zumindest hinterfragen. Wenn er mir das Foto gezeigt hätte, hätte ich ihm gleich gesagt, du, da müssen wir hinspülen. Weißt du, was bei ihm fehlt? Er hat die Verantwortung des Westens, aber noch die Werksleistung von Osten übernommen. Teilweise. Doch. Der hat einen Atem sich. Ich merke das schon. Ist zu nah am Polen. Manchmal. Ja gut, das dauert. Ja gut, jetzt müssen wir beibleiben. Meinst du, das kriegen wir durch? Natürlich kriegen wir das durch. Und ich muss dir jetzt sagen, es geht besser weg, wenn ich noch einen größeren Schlauch nehmen würde, dann würden wir heute Abend noch wieder stehen. Wieso das? Na, weil das ist alles Stahlleitung bis da vorne an der Ecke. Ja. Ja gut, aber wenn die Nachbarn hier sauber haben? Die haben das ja, aber weil es hier staut. Von den Nachbarn genau, ist es aber, sage ich mal, noch wie viel Meter? 30 Meter? 10 Meter? Nein. Na doch. 10 Meter. Oh, na du, was sind bei dir 10 Meter? Von 10 Meter, das Haus ist 15 Meter lang. Ja gut, von ja gut, 10, 15 Meter, ja. Ach, 15. Ja, 17 Meter. Mitte des Hauses haben die Leitung, weil die war vor kurzem ja gebrochen. Ach so, ja klar, auf der ersten. Genauso wie hier. Ja gut, kannst du. Kommst du nicht rum? Kannst du halt auch mal. Für Oma halten wir weggewandert. Meinst du, das kriegt man weg? Ich glaube nicht. Kriegen wir weg. Müssen wir weg. Kriegen, weil jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt zumachen ist der tot. Ach so, warum? Na, weil es so ist. Dann bleibt es stehen, wenn es gesagt wird, es wird auch viel lieber, es wird nicht lange. Guck mal, es wird doch schon. Ja, jetzt wird's. Jetzt holen wir mal einen Hubs. Ach. Ja. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Kann ich künftig... Kannst du nicht ganz alleine machen, wenn du sagen, kannst du gar nicht spielen. Aber meinst ich du, muss dir gewusst? Ganz ehrlich sagen, wenn du für zwei Haushalte Wasser nehmen würdest. Meinst aber du nimmst ja nur für einen. Das muss aber ich ja das war doch nicht so. Nein, darum geht es ja nicht. Aber die Leitung ist doch mal geplant für zwei Häuser. Richtig. Also richtig, für zwei Haushalte. Richtig, ja, ja. Und das hat sich über die Jahre angesammelt, sagen wir mal lieber so. Ja, du, weggesammelt. Wie lange stand das leer? Nee, das ist ja die andere Seite. Ja, das stand sehr lange. Gut, dass der Zähler deswegen so viel zählen soll, das glaube ich nicht.
Ich habe ihn ja noch nie gesehen, ich also viel sehen heute. Guck mal, jetzt wird es wieder besser. Das war mal ich besser. Du müsstest auf dem Bagger sitzen. Das. Das wird nicht besser. Das wird besser. Gut ist, guck mal hier, mehr geht ja nun mal nicht raus. Das kriegen wir. Es wird nicht besser. Ja, es ist für eine Minute besser geworden und jetzt. Ja, wieder. Na ja, dann holt er sich den nächsten. Immer ruhig bleiben. Wichtig ist bloß, dass wir hier nicht absaufen würden. Nein, nein. Sollen wir den Baum da hinten noch was nehmen? Den Tannenbaum, dass er zusammenfällt. Ja, so wird das Verhältnis. Ich kenne das. Wir haben ein Haus in der Ukraine, gleich im Schmarrn, hat der Vater gemacht. Musste er machen, wegen dem Wasser. Aus Kindertagen. Ist auch 4 Stockwerke, gleich im Schmarrn. Wenn das lange leer stand, die Leitung. So wie du irgendwo leer stand, das ist halt. Ja gut, aber das ist der Zufluss vom Wasser, was ich halt nicht verstehe. Das ist eigentlich der Zufluss. Gut, es staut sich, aber es dürfte in dem Form nicht sein. Schutzrohr, was von innen vor sich her ist nicht keinig, kann man, ist das Eisen. Kann man das nicht irgendwie raus mit Mitteln? Das kannst du machen. Aber dann wird die Leitung nicht mehr existieren. Der Rost hält sie noch was zusammen von innen. Genau, genau. Dann musst du die Leitung neu praktisch Bagger nehmen. Normalerweise müsste die da drüben Licht, aber komme ich ja nicht ran, da stehen ja irgendwelche Autos. Und was? Was willst du dort sehen mit dem Bagger? Dann musst du mit Bagger. Dann musst du mit Bagger. Aber ich müsste sie erstmal umlegen. Musst du umlegen. Ja, was ist denn hier hinten, was unter den Garagen ist? Die bauen noch alle ihre Garagen da rum. Ist ja noch geiler. Wo? Na hier. Geht hier hinten runter in die Garagen. Verstanden. Hinten Garagen, hinten Garagen. Na, die stehen alle drauf. Die Ställe und die Garagen stehen drauf. Ja gut, aber irgendwann kommt ja die Zeit, wo man die Leitung. Irgendwann werden sie platzen. Angebracht, mal was zu machen. Ja. Jetzt wird's weiß. So, da ist der schöne Baum drauf. Naja, weiß wird es nicht, aber. Aber deutlich, ja. Ich brauche bloß mal zudrehen und ganz kurz einen Moment warten. Und was dann? Dann geht's wieder los. Aber dann ist es doch. Nee, es muss ja. Das hilft ja nicht weggegangen. Was war jetzt? Als die Feuerwehr gemacht hat am Wochenende, die waren ja auch wieder hier dran. Wochenende nee, war nicht, doch hier nicht. Meisterschaften. Ja, doch, da hatte ich war nicht viel mit Wasser. Nee? Das war nur damals, wo viel Wasser entnommen wurde. Ach, hier, wo der Brand war. Wo der Brand war. Da war's richtig so. Aber das Wasser läuft nicht zirkulierend zu den Hydranten raus. Nee. Nicht? Nein, dass die Wasser hier vor. Achso, da fängt an, die okay. 3 Häuser. Hier bei dir drinnen ist Schluss. Jetzt wird es da schon langsam, ist noch nicht gut, aber. Aber besser. Doch, jetzt wird schon viel deutlicher besser. Ja, jetzt perfekt. Nein? Hol mal eine weiße Schale, sag ich immer, ob sie einen weißen Eimer hat. Dann siehst du das erst richtig, wenn du drin gucken kannst. Aber sieht schon im Vergleich dazu. Ja, na du, ja. Wie die ersten 2 Liter. Meinst du, das waren 2 Liter? Naja. Naja? 200, sagen wir mal lieber. Na siehst du, kommt immer mit einem Schub. Ja gut, was passiert jetzt, wenn wir das rauslaufen und wieder ansetzen, neu? Dann hast du nochmal so hier wie jetzt, weil der ja immer die Fliege schwingt, kriegst Ruhe und dann fängt er wieder an wegzureißen. Hast du wieder braunes Wasser? Hier, guck mal jetzt, siehst du das wieder? Hast du wieder braunes Wasser? Ja, nein, das hilft ja nicht. Oh, das ist nicht schlecht. Ja gut, jetzt brauchen wir noch nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Jetzt sehen wir schon. Ja gut, und was heißt im Endeffekt? Dass wir uns wieder beide verabreden, okay. Und das nochmal machen. Und weiter? Ja, weiter. Wenn wir wieder was mitlaufen. Wenn du Wasser hier noch nimmst, passiert ja nichts. Ja, wie viel muss man nehmen? Na, wenn ich jetzt sage, 5 Kubik wenigstens im Monat.
Wir sind bei 30. Weißt du, wie viele Kubiks? Weiß ich noch nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Moment. Vielleicht habt ihr ja auch 80, verlesen. 80 Kubik. Seitdem ich ihn eingebaut habe? Nein, nicht seitdem du heute stehst. Ich habe doch einen neuen eingebaut. Ja, ja, mein Freund. Ja, ja, mein Freund. 80 Kubik. Und jetzt übersetzt die auf die Zeit. Das war bis Dezember. Oder Januar, Mitte Januar. Richtig, nein. Denn ich habe ihn eingebaut. Ich lüge. Du hast Januar eingebaut, Dezember hast eingebaut. Und das Ganze war, wann war die Ablesung? Im siebten Monat. Juli, Mitte Juli. Mitte Juli waren 80 Kubik. Glaubst du dran? Sind jetzt schon Weihnachten? Nein. 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 So, dann wenn du 80 Kubik in 7 Monaten, hast du 10, 11 Kubik verbraucht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das haben aber schon viele gesagt, siehst du? Ja, gut, da müsste man. Warm warten. Hä? Warm warten. Mehr warm. Waschen. Mehr. Nein, nein. Also es war nie warm. Nein, nein. Es war nie warm. Nee. Also das Wasser, so wie jetzt gelaufen wäre, als Beispiel. Ja gut, man musste ein bisschen rostiges Wasser durchlaufen lassen. Weil immer wieder kam ja rostiges Wasser nach. Das, na, du siehst es ja hier. Ja. Nee. Das ist ja schon da hinten hin, nicht gelaufen. Das hilft nicht, müssen wir jetzt laufen lassen. Jetzt brauchen wir nicht abbrechen. Na gut, der Zähler zählt ja nicht mit. Nein. Bevor man sich waschen legt, muss man in das Haus irgendwie rein und dann, genau, Wasser durchlaufen lassen. Man muss die Leitungen tauschen. Hier ist angebracht, wird gesagt. Die Leitung müssen weg und fertig. Eine kleinere Leitung? Genau. Genau, eine kleine Leitung. Denn das ist ja nur eine große Leitung da drin, aber das hier kauft wie ihr sehen. Ja, aber die Sachen kommen dann immer, ist florisch. Die Außenleitung muss ja, das ist neu. Es nutzt ja nicht, wenn ich hier deine neu mache, wenn dann muss ich sie alle neu machen. Dann musst du alle neu machen. Ja, ja, ja. Dann muss man dahinter sein, fertig. Ach, kick es einer an. Ja? Du erst mal wieder weg hier sein. Denkst du, wir schlafen den ganzen Tag? Ich sag dir. Willst nicht fertig machen, so zuerst und zuletzt. Du kannst morgen früh kommst du weg hier sein, stellst du mir einen Schütze, hast deinen neuen Praktikant vor und hilfst mir. Ich mache es. Jetzt Im Gegenteil zu manchen mache ich das. Im Gegenteil zu manchen. Fertig, dann glaube ich. Ich übernehme den Part ja sogar. Weil Wasser ist schon was Brauchbares. Ja, klar. Trotzdem. Das hier muss es schon noch. Ich habe sogar den Polen, wo sie ein bisschen tätig waren, oft geholfen. Ich habe da keine Hemmung. Okay. Was fertig muss, muss fertig. Wenn man was zusagt, muss man das irgendwie durchbringen. Ja. Die müssen halt schon die neuen Leitungen. Man kann nicht alles Geld in die Kasse reinstecken und für die eigenen sollte man. Das haben sie heute wieder weggesagt, als ich mit dem Auto gekommen bin, weil meins ist heute morgen kaputt gegangen. Ja. Muss ich gern ein anderes Auto haben und die reparieren das. Ja? Ach, unser Wassergeld fährt wieder durch die Gegend. Ja, siehst du, den Scheiß habe ich. Das ist wahrscheinlich noch dein privates Auto. Nee. Nein. Nee. Ja gut, aber ihr braucht so ein Auto, weil ihr müsst ja gewisse. Ich brauche nicht so ein Auto. Nein, gewisse. Aber die geben mir immer nicht anders. Gewisse Strecken muss man wahrscheinlich auf Land anders bewältigen. Und deshalb hat man nein, so ein. Nein, brauche ich nicht. Ja gut, aber. Der andere, der Kleine, reicht mir vollkommen zu. Ich sag mal, wir müssen das loben. Der Wagen kostet keine Million. Nein. Der Wagen kostet vielleicht 30, 40, 50.000. Und die kaufen sowieso noch nichts. Das ist ja vorne. Das ist nichts Großartiges. Die Leute sparen oftmals an falscher Stelle. Ja. Kennst du es? An falscher Stelle sparen. Mhm. Lieber habe ich rostiges Wasser, aber weil der mit nein, so einem Auto kommt, nein als nein, Beispiel nein, nur. Nein. Die Situation ist hier ganz anders. Ich meine, die Leute haben, meinst du, ja, nein, ich sehe es noch. Aber du siehst es Rost, ja noch. Aber das noch ist mit, oh, schau. Ja, na schau. Ja, jetzt wird es besser. Nee, du müsstest, aber ich traue mir nicht, dass der unten abfällt. Mal immer abknicken. Siehst du, naja, fällt ja da unten ab. Nein, ich mach's ja hier. Siehst nee du? Ich mach's nur mit der Handbewegung. Ja, ja, ja. Ist rostig. Ja. Jetzt muss man loben lassen. Kann ich ohne das hier. Könnte man die Autos noch waschen? Nee. Ja. Ja,
Mein Neffe ist gekommen mit einem Hümmer. Wenn wir anstellen jetzt, wenn ich hier das wieder zusammenschraube, wirst du oben auch noch auf 100 Watt haben. Dann glaube ich dir. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Das läuft dann über einen Wasserzähler. Ja, klar. Aber einen Schubs kriegst du auch noch. Ja. Ja, aber es kommt ja langsam. Aber es hätte man schon sehr weit zurückdatiert machen sollen. Wenn ihr euch wieder nicht einig wärt, nein, nein. Sollte ja schon vor 4 Wochen kommen. Warum nein, warst du da weißt, nicht du, weißt du, wann ich ihm das beanstandet habe? Im 5. Monat, im Mai. Ich sage nicht umsonst, dass er aus der Kraft kommt. Nicht umsonst. Das ist schon bewusst ausgelegt. Ich habe ja Bilder gesehen, wo er schon 91 genau, dabei ist. Ich mach mal ganz kurz zu. Ja? Ja? Okay. Und dann wieder auf. Und dann wieder auf. Okay. Okay, gut, gut. Okay. So sieht das Wasser aus. Alles rein. Wir haben jetzt 19 Minuten das Wasser ablaufen lassen. Okay. Jetzt scheint es gut zu sein. Ja. Jetzt scheint es gut zu sein. Willst du das mal aufmachen, dein Video? Das hast du gesehen, ja? Ja. 114. Ja, 00 114, ne? Ja. Siehst du? Ja. Also. Ja? Ja? Jetzt sieht man es, ja? Hast du? Ja, ich hab's. Also, Mann, gucke, wupp. Ich hab's, ja. Aber voll mit Wasser. Ja, kann er ja. Der Nassläufer. Der wird jetzt immer voller Wasser. Die sind alle voller Wasser. Weil es Nassläufer sind. Trockenläufer kostet mehr Geld. Wasser kann da immer drin. Der letzte war ja trocken. Nee, da hast du es nur nie gesehen. Ach so. Ohne Quatsch, das sind Nassläufer und da kommt immer oben was drin, aber natürlich sieht man auch was darin. Und 114 ist schon viel. Von der letzten Ablesung bis jetzt. Von der letzten Ablesung bis jetzt. Da sind ja nur 115, das war ja schon eine Nochmals, von dem letzten Zählereinbau 114. Bis jetzt. Und wenn man das jetzt in Vermutung stellt, dass man so ein Wasser ablaufen lassen muss. Das ist die andere Seite. Ist die andere Seite. Dann stellt man sich die Gesundheitsfragen noch. Oh, Eisenwelt gesagt, tut keinem was. Nein? Nicht. Hab ich gehört. Hab ich gelesen. Eisen tut keinem was. Ja? Also man kann rostiges Wasser soweit zu sich nehmen. Zum Beispiel die Frauen. Für die Frauen ist es immer gut, weil die Frauen nein, jetzt ohne Witz. Eisen verlieren. Ohne Witz, nicht direkt gesagt, ich will dir die Tassen verloren. Es sieht natürlich nicht aus oder die Wäsche sieht nicht aus. Aber Eisen für den Körper ist immer gut. Okay. Aha. Aha. Wieso tut man das in Sümpfen und so weiter, so ein Wasser erstmal auskochen? Ja, weil in Sümpfen, würde ich sagen, wird hygienemäßig wahrscheinlich so ist. Ach so.
was du für Keime drin hast. Aber Eisen ist ja kein Keim. Aber schau, an und für sich ist es ja nicht schlecht. Das soll ja eigentlich dazu führen, zum Beispiel auf so ein Video soll ja dazu führen, dass man das... die Politik sich ein bisschen auf die Finanzlage konzentriert, wo man die Kosten hinsteckt. Was du und jetzt vielleicht, machst mit ihm, kann ich... Und vielleicht ordentliche Leitungen den Bürgern zuführt. Das sollte auch mal irgendwann mal kommen. Meinst du nicht? Ich denke ja. Nicht immer das Geld in andere Sachen stecken, zuerst mal in... Ja. Ist ja auch Arbeit wiederum. Es geht ja nicht um die Arbeitswelt zu lernen, um die Arbeit hier zu öffnen. Das schaffen musste, das ist ja die Innenseite. Ja, und 100 Baustellen am Tag, ist scheiße. Ja gut, die Baustellen, wo man jetzt Rohr verlegt und so weiter, sind ja... Die sind ja nie umsonst. Ja, aber jeder Bürger... Davon sprechen wir ja. Von 23 Gemeinden musst du so alle und irgendwer kommt immer. Ja. Na, siehst du, das hat das Abstellen nochmal gebracht. Oder das wird. Ja gut, aber das hat am Anfang sauber gelaufen. Ja, weil ich jetzt zugedreht habe. Genau. Und jetzt ist die Fließgeschwindigkeit wieder so da, jetzt reißt es von da hinten immer weiter. Vielleicht haben sie heute Abend, wenn die hier an mir anrufen, sage ich, geht mal vorne zu Herrn Milenko. Der hat sauber gemacht. Ach komm, haben wir es auch. Das kann passieren, wird gesagt, aber mein Gott, wir müssen ja nun mal durch. Wir sind am Ende, jetzt kann ich nicht zudrehen. Sehr gut. Ich hoffe, ihr kriegt es durch mit den Leitungen. Doch. Warum nicht? Das Geld ja muss ja irgendwo auch wieder eingesetzt werden. Das wissen wir alle. Hallo. Von was sprechen wir? Ja. Von was sprechen wir? Von keinem Gewinn. Nein, doch. Von Unterhaltung. Von Unterhaltung der Wasserbetriebe in ordentlicher Form. Also wieder der Zufluss, praktisch, dass das Geld wieder zurückläuft. Ja, muss es ja. Ja. Das, was du an Wassergeld kriegst, genau. Wieder eingesetzt. Genau. Ja. Davon sprechen wir. Ein Projekt mehr. Ja, ein Projekt aber, mehr. Aber es spricht immer jeder nur von seiner Sofortsituation. Ja gut, sofort nicht. Von morgen auf heute wird es nicht sein, aber... Ja, aber jetzt müsste erstmal von morgen auf heute was passieren. Ja. Die warten auf mir mit dem Bagger. Bald ist es wieder. Ja, nein, dunkler. Deswegen. Es reißt immer ein bisschen was ab. Das hilft nicht. Wenn uns nicht ganz mal absäuft, sondern machen wir weiter. Meinst du? Wir können ja Autos anzünden. Ich hätte das aufgemacht, weggesagt. Das ist ja eigentlich schönes Eisen fürs Abwasser. Das ist wieder gut, weggesagt, fürs Abwasser. Da bildet sich wieder ein Stoff, weggesagt, der die Rohre wieder reinigt. Ach komm. Dieses Eisenschlamm. Und so, wenn es jetzt absickert? Nein, das ist doch immer ein Freiweg, sonst für Abwasser immer. Das schon, ja. Wir produzieren ja jeden Freitag beim Filterspülen Eisenschlamm. Mhm. Den würde ich auch gerne, aber du kriegst ihn nicht bis zum Abwassernetz. Mhm. Dann lichtet so hart, dass du wieder hunderte Liter brauchst, um das wieder aufzumöllern, dass es in der Rohrleitung anfängt zu fließen. Na gut, so genau. Kenne ich mich mit der Umwelt nicht aus. Meinst du, das hilft, dass alle Menschen so viel von Umwelt sprechen? Ja, na, das hilft ja. Zeigen wir ja weg zusammen, wie das hilft. Heute debattieren wir nur, ob die Innenstädte noch mit Dieselfahrzeugen. Weiß ich. Und was jetzt? Um die gesamte Ver- und Entsäuerung der Bevölkerung, die über Dieselautos erledigt wird. Genau. Die über Benzin, genau. Nicht nur Benzin. Sondern über Dieselautos. Genau, weil die ganzen LKWs und so weiter und so fort. Ja. Na klar. Wie sollen alle LKWs jetzt auf Benzin umsteigen? Weißt du, welche Kosten dann die Lebensmittel oder sonstige Sachen haben werden? Ja, das wird ja alles umgelagert. Wollen wir ja alles. Ja. Ich halte noch. Ja? Ich habe noch so viel. Mehr Eierklosig muss daneben stehen, kann gar nichts machen. Jetzt im Moment. Du musst nur zugucken, wie du filmst. Ich gucke nur das Wasser an. Ja, wir haben schon 28 Minuten, das läuft immer noch braun. Du musst ja jetzt rechnen, wie viel ich da. Wenn ich hier. Ich rechne immer nur mein Geld zusammen. Nein, das ist ja richtig. Wenn ich jetzt einen größeren Schlauch anmachen würde, dann hole ich mir das außer Hauptleitung hier nach drin. Und das will ich nicht. Ja, also der kleine Schlauch ist schon gut, genau. Aber man muss
durchbrennen. Aber wir müssen ja irgendwo mit hin. Ich mache total Donner da auf. Meinst du, es wird noch eine halbe Stunde dauern? Ich nicht. Meinst du? Ja, Pech haben. Ach komm. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ach, na Wahnsinn. Ist denn die Fülle Wasser, was jetzt da rauskommt? Das ist ja ein Viertel Zoll Schlauch hier. Mein Gott. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Doch, doch, das ist schon viel. Das ist schon viel. Im Verhältnis zu der Leitung, wie groß die ist, ist es nicht viel. Könnte das nicht extra bezeichnen? Ich weiß nicht, schau selbst. Ich bin mal beim Wasser kühl irgendwie rangekommen und nie aufgemacht. Ja? Guck mal, mach mal den Knick raus da. Sei mal so gut. Ja, ich mach's. Mach mal den Knick ja. Raus. Hast du? Ja. Hab ich. Wie funktionieren tut das noch? Achso, da ist die Leitung, die Abte. Sieh mal, das ist bloß hier der Geber. Ja, ja. Und was ist das hier, Schmarrn? Ja, das ist ein Pumpwerk. Da ist eine kleine Vakuumpumpe drin, die nach Bedarf, wenn der voll macht. Ach so. Und das hier ist modern. Das ist das Allerbeste. Muss ich sagen. Habe ich auch in Tuchelband. So, warte mal.